الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين اللهم احشرنا معه بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين أيها الإخوة السوق قبت الله دم هندبلت الله زيجن ونهايل ومهات سشكايد المخوفين محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Sitzung, in der wir uns befinden, zu einer segensreichen Sitzung macht. Unsere Sünden vergibt, dass wir nicht auseinandergehen, ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala mit uns zufrieden ist und unser Kommen und Gehen gesegnet hat. Liebe Geschwister, das Leben, in dem wir uns befinden, ist vergleichbar mit einer Attrappe. Und diese Attrappe oder mit vergleichbar mit einer Bühne. Und irgendwann einmal wird der Vorhang geöffnet und man erkennt, was wirklich hinter dem Geschehen stattfindet. In diesem Leben oder dieses Leben wurde an mehr als einer Stelle, liebe Geschwister, als eine Art Versuchung für den Menschen beschrieben. Im Arabischen bedeutet dieses Wort Fitna, was verschiedene Bedeutungen hat, aber unter anderem eine Versuchung, unter anderem eine Prüfung, die Menschen unterzogen werden. Die Unachtsamkeit gegenüber der Wirklichkeit dieses Lebens bedeutet Unachtsamkeit gegenüber dem Jenseits. Unachtsamkeit gegenüber dieser Prüfungen, denen du unterzogen wirst, das heißt nicht zu erkennen, dass man einer Prüfung unterzogen wird und dass man ein Diener Allahs ist, geleitet wird von ihm subhanahu wa ta'ala, wie er es will, das ist ein Grund dafür, dass man dem Jenseits gegenüber unachtsam ist. Allah subhanahu wa ta'ala prüft den Menschen in jeglicher Hinsicht, mit allem. Das Gute, was er dir gibt, ist eine Prüfung für dich. Das Schlechte, was er dir gibt, ist sowieso erst recht eine Prüfung für dich. Allah sagte sinngemäß übersetzt, jede Seele wird den Tod kosten und wir prüfen euch mit dem Schlechten und mit dem Guten, und ihr werdet zu uns zurückkehren. Allah subhanahu wa ta'ala prüft den Menschen durch verschiedene Prüfungen. Zum Beispiel durch nicht religiöse Eltern oder nicht religiöse Kinder oder Geschwister oder einem Ehepartner oder durch die Arbeit, die Allah nicht zufriedenstellt oder das Vermögen, deren Versuchung man ausgesetzt ist oder Nachbarn oder ähnliches. Das gesamte Leben hat Allah erschaffen, als eine Prüfung für den Menschen. Er sagte, subhanahu wa ta'ala, sinngemäß übersetzt, er ist es, der den Tod und das Leben erschaffen hat, um euch zu prüfen, wer von euch da die besten Taten verrichte. Und er ist der Allmächtige und der Allvergebende. Und schaut, wie angemessen Allah subhanahu wa ta'ala an dieser Stelle vom Allmächtigen spricht, denn er ist mächtig und erhaben und er hat die Macht, denjenigen zur Rechenschaft zu ziehen, der sich seinem Befehl widersetzt. Und er ist der Allvergebende für jeden Menschen, der sich ihm reuevoll zuwendet. Und wer von uns fällt aus diesem Rahmen raus? Das gesamte Leben, liebe Geschwister, ist eine Art Versuchung. Allah Azza wa Jalla sagte, dass besonders das Vermögen und unsere eigenen Kinder eine Versuchung sind. Aber das, was bei Allah an Lohn ist, ist gewaltiger und besser. Aber nicht nur, liebe Geschwister, unser Vermögen, sondern allgemeiner, alles, was uns Allah Azza wa Jal gibt an Rizq, ist eine Versuchung. Denn ihr kennt die Geschichte im Koran über die Leute, über manche Kinder Israels, die das Sabbat-Gebot übertreten haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie mit besonders viel Rizq auf die Probe gestellt, indem er ihnen samstags besonders viele Fische gegeben hat zum Angeln. Und das war Rizq. Und das war eine Prüfung für sie. Und so sagte Allah Azza wa Jalla im Koran sinngemäß, oder er sagte, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ, und wir stellten sie durch Gutes und Schlechtes auf die Probe, auf dass sie umkehren mögen, subhanallah. Auch die Versuchung ist eine Barmherzigkeit des Herrn. Allah Azza wa Jalla wählt von seinen rechtschaffenen Dienern diejenigen aus, liebe Geschwister, deren Sorgen das Jenseits sind. Allah sagte im Koran Karim sinngemäß, und gedenke unserer Diener Abraham und Isaac und Jakob, sie waren voller Kraft und Einsicht.
Wir haben sie aufgrund ihres Gedenkens des Jenseits auserwählt. Wir haben sie aufgrund ihres Gedenkens des Jenseits auserwählt. Liebe Geschwister, der eine fragt, was können die einen dafür, dass sie auf die Probe gestellt werden? Was können kleine Kinder dafür? Warum sterben sie hier und da in der einen und anderen Dürrezeit oder in dem einen oder anderen Krieg? Unsere Antwort lautet, Allah Azza wa Jal ist der Herr der Herren. Allah Subhanahu wa Ta'ala ist der König aller Könige. Und er berichtet uns im Koran al-Karim über die Schlacht von Uhud, in der manche der Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam gefallen sind. Und dann sagte er, Subhanahu wa Ta'ala, damit Allah das prüfe, was in euren Brüsten ist. Und das, was in euren Herzen ist, beseitige oder reinige. Und danach sagte er gleich, Subhanahu wa Ta'ala, und Allah weiß, was in ihren Brüsten ist. Allah weiß, was in Brüsten ist. Damit die Leute nicht denken, dass der Mensch auf die Probe gestellt wird, damit Allah erkenne, was, welchen Status sie haben oder wie, ob sie gute oder schlechte Menschen sind, das weiß er, Subhanahu wa Ta'ala. Doch dieses Wissen ist kein Argument gegen die Menschen, bis dieses Wissen zum Vorschein getreten ist. Wir sind nicht besser als die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, das Kind, welche Sünde hat es erworben? Weißt du denn nicht, lieber Bruder, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen um Rangstufen erhöht, wenn er auf die Probe gestellt wird? Auch wenn du keine Sünden hättest, so würde Allah subhanahu wa ta'ala dich auf die Probe stellen. Denk an deinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn Allah, wenn er ein Volk liebt, dann stellt er es auf die Probe. Und wenn der Mensch wüsste, welchen Lohn Allah Azza wa Jal für ihn vorbereitet hat. Im Jenseits würde er sich wünschen, sein ganzes Leben lang auf die Probe gestellt zu werden. Weißt du denn nicht, dass der Märtyrer sich wünscht, zu diesem Leben zurückzukehren, um noch einmal für seinen Herrn zu fallen? Und nicht nur einmal, sondern immer wieder und immer wieder. Sogar durch das Wissen wird der Mensch auf die Probe gestellt, was etwas Gutes darstellt. Denn Allah sagte sinngemäß, wenn dem Menschen etwas Schlechtes trifft, dann bittet er uns. Und wenn wir ihm dann eine Gunsterweisung erteilen, wenn wir ihm dann eine Gunst zuteilen, von uns aus, dann sagt er, ich habe das aufgrund von Wissen bekommen. Allah sagt, bel hiya fitna. Nein, vielmehr ist es eine Versuchung. Das heißt, auch diese Gunsterweisung, diese Ni'ma von Allah, er beschreibt sie in dieser Aya als eine Prüfung und Versuchung für diesen Menschen, der sie bekommen hat. Und die Aya endet wie folgt, doch die meisten Menschen wissen nicht Bescheid. Die meisten Menschen wissen nicht Bescheid, wie Tabari sagte, warum sie diese Gunsterweisung überhaupt bekommen haben. Sie verstehen es nicht. Sie denken, es hat was zu tun mit ihren guten Taten, die sie erworben haben. Sie denken, es hat was zu tun mit dem Wissen, das Allah ihnen gegeben hat. Sogar, liebe Geschwister, also sie wissen es nicht entweder aufgrund ihrer Unwissenheit oder aufgrund dessen, dass sie schlecht über Allah subhanahu wa ta'ala denken oder ähnlicher Gründe. Sogar die klaren Ayat im Quran al-Karim können eine Versuchung darstellen für den einen oder anderen Menschen. Denn als Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten offenbarte, sallallahu alaihi wasallam, dass er sagen solle, wenn sie sich abwenden, dann kündige ihnen etwas an. Das heißt, die Strafe Allahs subhanahu wa ta'ala. Und ich weiß nicht, ob sie nahe bevorbesteht oder noch lange andauert, bis sie eintreffen wird. Und dann sagte er subhanahu wa ta'ala zu seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sagen solle, ich weiß nicht, vielleicht ist es eine Versuchung für euch. Vielleicht ist es eine Versuchung für euch, dass ich euch die Strafe angedroht habe, sie aber nicht eingetroffen ist, immer noch nicht. Auch das kann eine Versuchung für euch sein. Denn in dem Moment, selbst wenn die Strafe kommt zu Allahs und die Menschen würden sich Allah zuwenden, so würde Allah subhanahu wa ta'ala die Strafe abwenden. Und das sagte er klar und deutlich im Quran al-Karim, wenn sie doch nur, als unsere Gewalt über sie kam, unterwürfig gefleht hätten, aber ihre Herzen verhärteten sich und der Satan schmückte ihnen aus, was sie zu tun pflegten.
Und in einer anderen Ayah sagte Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß übersetzt, wir haben sie ja mit der Strafe ergriffen, aber weder unterwarfen sie sich ihrem Herrn, noch flehten sie demütig. Wenn sie es in diesem Moment also gemacht hätten, hätte Allah subhanahu wa ta'ala sie errettet. Und die Errettung, liebe Geschwister, aus diesen Versuchungen ist natürlich, dass wir aufwachen, dass wir uns ermahnen lassen, dass wir uns von den Predigern ermahnen lassen, dass das, was uns widerfährt an Guten und Schlechten, wenig zu tun hat mit den guten und Dingen, die du selbst getan hast oder den Schlechten, sondern dass Allah subhanahu wa ta'ala gleichermaßen alle prüft. Weißt du denn nicht, wenn der Regen fällt, dass er auf alle Menschen gleichermaßen fällt? Oder wenn es kalt wird, dann haben alle darunter zu leiden, oder wenn es warm wird? Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat diejenigen Menschen gelobt, die sich ihm zuwenden in einer Notlage. Und in einer Notlage hast du sowieso keine andere Möglichkeit, außer dass du dich zu Allah subhanahu wa ta'ala wendest. Und in diesem Fall, Allah erhört sogar dieses Bittgebet. Obwohl, wenn wir logisch darüber nachdenken würden mit unserem Verstand, dann würden wir sagen, der Mensch, der seinem Herrn nie gedient hat, der Mensch, der gesündigt hat, der Mensch, der sich widersetzt hat, der Mensch, der seinem Herrn andere Götter beigesellt hat, gerade in dieser Situation sollte er im Stich gelassen werden. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht so wie die Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala errettet den Menschen in diesem Augenblick. Und deswegen erst recht sollten wir uns unserem Herrn zuwenden, in unseren Gebeten, in unserer Niederwerfung. Dann nehmen wir einen Teil unserer Zeit für Allah subhanahu wa ta'ala opfern, liebe Geschwister. Oder ist besser, wer in einer Notlage, wer den sich in einer Notlage befindlichen erhört, wenn er ihn anruft? Unsere einzige Sorge sollte sein, wie über Umar radiallahu ta'ala anhu überliefert worden ist, ihr sollt euch keine Sorgen, oder ich mache mir keine Sorgen darüber, dass mein Bittgebet erhört wird, sondern vielmehr mache ich mir Sorgen, dass ich überhaupt ein Bittgebet spreche. Vielmehr mache ich mir Sorgen, dass ich überhaupt ein Bittgebet spreche, liebe Geschwister. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen. Und ich denke, wenige Worte, die präzise sind, sind nützlicher als lange Reden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch den Erfolg verleihen, dass ihr euch eurem Herrn häufig zuwendet. In jeder Sache, euch was Gutes widerfährt oder auch wenn euch etwas Schlechtes widerfährt, damit ihr Allah darum bittet, dass er euch hilft, den richtigen Standpunkt zu fassen in Bezug auf diese Prüfung, die euch widerfahren ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen. Sallallahu alaihi wa sallam.